Ja, Raphael Steinmetz, kurz vor dem ersten Saisonspiel gegen ESV Hohenbuttberg. Blick einmal bitte nochmal zurück auf die Vorbereitung. Was habt ihr da so raus mitgenommen, dass du uns nochmal einen kurzen kleinen Einblick gibst? Ja, wir haben natürlich unsere Sachen umgesetzt. Die Vorbereitung lief richtig gut. Klar haben wir die ein oder andere derbe Klatsche bekommen, aber das waren halt gegen höherklassige Gegner. Die wurden extra so ausgewählt. Und zum Schluss, denke ich, haben wir gezeigt, was möglich ist, ohne Gegentore zu bekommen. Und unsere Offensive ist eh immer da. Ja, kurzen Stand zur Mannschaft. Sind alle Spieler fit? Ja, leider nicht. Wir haben natürlich der ein oder andere ist langzeitverletzt. Marvin Diepold, Dustin Grasse, Dominik Lindemann. Dann noch der ein oder andere. Fehlen wird natürlich leider Fabio. Fabio hat eine bärenstarke Vorbereitung gespielt, hat sich dann im letzten Testspiel verletzt. Das war schon extrem bitter. Ich hoffe, dass er schnell zurückkommt und dann wieder Gas geben kann. Ja, heute erstes Spiel gegen ESV Hohenbuttberg. Was kannst du über den Gegner sagen? Ja, ich habe zwei Spiele gesehen, viele Zehen rausgeschnitten. Wir haben das im Training umgesetzt, beziehungsweise deren Schwächen versucht, einfach zu trainieren, dass wir da in unsere Stärken, in deren Schwächen ja einfach auch nutzen. Und ich denke, wir sind vorbereitet, die Jungs sind heiß, der Verein steht hinter uns, eine riesen Unterstützung hier nach Hohenbuttberg. Das gibt's auch nicht überall, das ist Altstadt und jetzt sind wir extrem heiß. Raphael Steinmetz, vielen Dank für das Interview und auf die ersten 3 Punkte. Danke. Ja, Aaron Lang, nach dem ersten Spiel für Schwarz-Weiß-Altstein in der Bezirksliga direkt der Torschütze zum 2:1-Sieg in der 90. Minute. Ja, sag mal kurz, was sind deine Gefühle, was war das ein Erlebnis, direkt so der Goalgetter zu sein in der letzten Minute? Boah, wo soll ich anfangen? Ich glaube, ist echt schwer, jetzt gerade nach dem Spiel die richtigen Worte zu finden. Ich bin einfach mega glücklich. Also ich glaube, für so Momente spielen wir alle Fußball, für so Spiele auf so einem Drecksplatz. Also mir fehlen echt die Worte. Das ist, glaube ich, mit das geilste Gefühl, was man im Fußball haben kann, ehrlich. Ja, sehr schön. Du hast es gerade schon mal angesprochen. Die Platzverhältnisse waren natürlich ja, mehr oder weniger katastrophal hier. Wie schwierig war es da wirklich, die 90 Minuten irgendwie einigermaßen rumzukriegen? Ja, ich sag mal, wir haben jetzt auch die Woche bei RWO auf dem Rasen trainiert, also wir konnten schon ein bisschen mit dem Rasen umgehen, aber dass das hier nochmal andere Verhältnisse sind, war uns von Anfang an klar. Ich denke mal, wir haben heute nicht den Fußball gespielt, den wir sonst immer spielen, dass wir viel zocken wollen, viele hinten rausspielen. Heute sind wir eher über lange Bälle gekommen, über den Kampf gekommen, aber wie man sieht, wir können das. Wir haben als Mannschaft agiert und der Erfolg gibt uns recht. Ja, Aaron, herzlichen Glückwunsch. Die ersten 3 Punkte sind in der Tasche. Alles Gute für die weiteren Spiele und viel Spaß jetzt beim Feiern. Danke dir, wir reißen die Bude hier noch ab. Ja, Knizzi, unser Kapitän, heute erstes Saisonspiel hier in Hohenbuttberg. Ja, hat gerade schon mal gesprochen mit dem Aaron Lang. Der Platz war natürlich katastrophal, muss man wirklich sagen. Nicht so das Spiel gezeigt, was vielleicht sonst immer da ist auf unserem heimischen Kunstrasen. Gut ins Spiel gekommen, trotzdem direkt nach gefühlten 30 Sekunden das 1:0 durch Justin erzielt. Dann eigentlich überlegen gewesen. Dann aber nach der zweiten Halbzeit ja immer weniger ins Spiel reingekommen. Was denkst du, woran hat es gelegen? Ja, letztendlich, wir haben gut angefangen. Erste Halbzeit auch direkt, ich glaube, die hatten keinen Ballkontakt. Wir haben direkt vom Anschluss durchgespielt und dann erste Minute auch direkt getroffen. Danach haben wir eigentlich noch weiter gut gemacht. Viele Chancen liegen lassen leider wieder, aber dennoch auch viele kreiert. Und in der zweiten Halbzeit, klar, die kommen raus, wollen ein bisschen Dampf machen, war dann alles sehr, sehr wild. Letztendlich ja, kann man froh sein und glücklich, dass wir noch am Ende dann treffen. Könnte auch anders ausgehen, also war 50-50 wirklich am Ende, obwohl wir in der ersten Halbzeit klar besser waren. Aber ja, jetzt einfach froh, dass das noch geklappt hat. Was denkst du oder wie wichtig war das jetzt einfach in der letzten Minute, in der 90. Minute, da einfach noch den Siegtreffer zu schießen und dann wirklich die 3 Punkte hier mit nach Hause zu nehmen?
ja, super wichtig. Also wie gesagt, war ein Spiel jetzt in der zweiten Halbzeit wirklich auf Messerschneide. Und der glückliche Sieger sind wir dann in dem Fall. Wie gesagt, hätte auch anders ausgehen können. Wir haben uns da nicht ganz so clever angestellt in der zweiten Halbzeit teilweise. Aber ich glaube, durch die harte Arbeit, die wir hier geleistet haben, jeder von uns geht das schon in Ordnung. Ja, alles klar. Nächste Woche geht es direkt schon weiter. Am Freitagabend, Flutlichtspiel bei uns auf der Kuhle oder in der Kuhle besser gesagt. Was wünschst du dir da wieder von den Zuschauern? Auch heute einige hier gewesen, mit dem Bus angereist. Ja, was geht da? Ja, da wird so einiges gehen. Dann spielen wir zu Hause. War super heute hier. Die Jungs lassen sich noch feiern heute. Und wir werden auch bestimmt noch das ein oder andere Kaltgetränk trinken zusammen mit den angereisten Zuschauern. Nächste Woche, denke ich mal, wird noch ein bisschen voller. Wenn wir da dann auch gewinnen, dann sind wir gut in die Saison gestartet und das war erstmal das Allerwichtigste für uns. Ja, dann auch nochmal herzlichen Glückwunsch zu den ersten drei Punkten und alles Gute für die weiteren Spiele. Danke dir.